Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter hier in der Geistervilla und wir gehen jetzt erstmal zurück in den Wald. Ach, da ist auch so eine Teleportröhre, ne? Genau, wir gehen erstmal zurück in den Wald, weil im letzten Part ist uns ja hier Junior Trooper, ne, wie hieß denn der, Junior Typi entgegengekommen. Und eigentlich wollten wir ja an irgendeinem lachenden Baum den nächsten rechts abbiegen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wo wir überhaupt hin wollten. Ich glaube, hier gibt es ja keinen lachenden Baum, oder? I'm not sure. Also hier ist das Schild. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang und guck mal, wo es lang geht. Denn ihr hattet ja gesagt, wenn man an irgendeinem Baum, der lacht, die nächste rechts halt abbiegt, dann kommt man in einen Extraraum, wo es einen Orden gibt. Und den möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Aber das ist auch neu. Oh. Ist das etwa der Orden? Du hast den BP Plus Orden erhalten. Erhöht die gesamte BP um 5. Aber so einen hatten wir doch schon, oder? Interessant, auf jeden Fall. So, warte mal ganz kurz. Ich will mal hier auf Koopa wechseln. So, und jetzt rennen wir weiter. Ja, keine Ahnung. Sind wir jetzt hier richtig oder nicht? I don't know. War das der Orden, von dem gesprochen wurde? Also wir haben jetzt noch einen Orden auf jeden Fall bekommen. Aber jetzt war ja nirgendwo ein lachender Baum unterwegs. Dementsprechend bin ich jetzt verwirrt. Habe ich jetzt noch einen Zusatzorden bekommen? Ach komm. Mann. Bam. Kein gegnerischer Ersttreffer. Und aber geblockt. Okay. Die haben... sind nur zwei Gegner, ja. Ja, Erdbeben-Powerschlag. Anti-V-Hieb. Theoretisch reicht doch einfach der normale Angriff, oder? Nee, reicht nicht ganz. Schade. So, wir machen nochmal einen Panzerstoß. Zack, 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 zack. Ah, sehr gut. Ich blocke wie ein Weltmeister. Ein bisschen stärker könntest du sein, Mario. Ein Schlag noch. Ein Trefferpunkt mehr. Ah, das würde ich mir wünschen. Okay, Erfahrungspunkte haben wir jetzt gar keine mehr bekommen. Ja, wir haben jetzt noch einen BP Plus Orden. Also quasi können wir unsere BP jetzt zweimal boosten. Das ist schon krass. So, den Baum habe ich jetzt wieder nicht entdecken können. Keine Ahnung, ich gehe mal hier lang. Ich weiß jetzt übrigens gar nicht mehr, wo ich bin. Und ob wir jemals wieder zurückfinden werden. Vielleicht werde ich das dann mal cutten. So, ein lachender Baum, Leute. Wo ist er? Ja, hier wackelt nur was. Da lacht auf jeden Fall was anderes. Keine Ahnung, Leute. Echt, ich bin komplett... Oh, ich habe aus dem Wald herausgefunden. Ich könnte den Boden küssen. Juhu! Jetzt sind wir wieder in Tottown. Jetzt bin ich mehr verwirrt. Okay, wir gehen nochmal in den Wald rein. Wir suchen den Geheimen. So, jetzt können wir ja theoretisch ganz normal den Hinweisen wieder folgen, ne? Weil irgendwo... Wir gehen jetzt den ganz normalen Weg. Genau, hier wackelt's. Da gehen wir weiter. Und wir latschen jetzt halt so lange weiter, bis wir den Baum finden, der lacht. War der nicht hier irgendwo? Oh mein Gott. Shit, aber es war kein Ersttreffer. Wie viele sind das? Auch nur zwei. Was ist denn jetzt los? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht mehr. So, ich mach mal Erdbeben.
Macht 2 Schaden. Gott. Powerpanzer. No, 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 no. Und macht doch 3 Schaden. Mann. Okay, das heißt, die zutschen. Was ist denn jetzt los? Jetzt kriegen wir weniger Leben abgezogen wahrscheinlich. Ja. Okay, wir kriegen gar keinen Schaden mehr. Das ist ja auch geil. Aber er multipliziert sich und macht den draus. Okay, wir machen jetzt einfach mal nochmal den Powerpanzer. Zack, zack. Bam, ba. Und hier einmal den normalen Hammer müsste ausreichen, oder? Nee, warte mal, das reicht nicht. Doch, reicht. Okay, wir machen nur 2 Schaden mit dem Erdbeben. Das ist ja traurig. So, Geld, 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 Geld. So, ist das der lachende Baum? Das ist auch kein lachender... Ist das der lachende Baum? Ich gehe mal hier lang. War das der lachende Baum? Nee, jetzt sind wir wieder zurück, oder? Ob wir den extra Orden jetzt schon bekommen haben? Ich könnte es mir ja fast vorstellen. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir sind wieder eins zurückgegangen. Okay, dann, aber das ist doch der Baum hier, oder? Nee, der kommt jetzt. Jetzt kommt der Baum. Nee, auch nicht. Hä? Ich bin komplett verwirrt. Hier ist der Baum. Ja. Aber okay, der ist auch nicht lachend, ne? Oder? Ist das ein lachender Baum für euch? Ich weiß nicht. Ein lachender Baum. Wo ist denn nur der lachende Abschaum? Was? Irgendwo muss ich auch mit jemandem reden. Die drehen sich im Kreise. Die auch. Da ist er. Achso, das kennen wir schon. Hört sich irgendwie auch gleich an. Jetzt bin ich komplett raus. Hahaha. Okay, die hören sich auf jeden Fall anders an. Deswegen nehme ich den Weg. Ja, also wir haben einen Raum gefunden. Mit einem extra Orden. Ob das jetzt der ist, den wir gesucht haben, I don't know. So, und hier... Ja, jetzt ist aber die Frage, die nächste rechts? Ihr hattet gesagt, die nächste rechts, also der hier? Nimm mal Wald, Tottown. Ich bin verwirrt, jetzt sind wir auch nur zurückgegangen, ne? Jetzt sind wir wieder im ersten Raum, kann das sein? Weil ich glaube, ich muss wieder hier lang. Ach ja, jetzt irren wir durch den Wald. Ich glaube aber, ich habe diesen blöden Orden schon gefunden, ne? Ich wette es mit euch. Das war dieser BP-Orden, den wir jetzt gerade bekommen haben. Das war wahrscheinlich einfach der. Wir hatten... Nein! Instant wahrscheinlich relativ viel Glück. Okay, sind 3 Stück. Ja, komm, wir machen mal das hier. Just for fun. Damit wir es mal gesehen haben. Ah! Herr Wolski. Cool. Okay. Und dann Powerpanzer. Einfach nochmal durchbashen durch alle. Da-da-dam. Okay, fabelhaft. Geld nehmen wir mit. Und hier lang, wegen dem Baum.
Ja, okay, wir rennen jetzt immer schnell durch den Wald durch. So. Und irgendwo... Das war's nicht. Ich glaube, die hier sind's, oder? Ne, auch nicht. Hä? Hä? Dann die hier. Ja. Dann gehen wir hier lang. Okay, jetzt müssen wir bei dem lachenden Baum abbiegen. Oh Mann, ey. Überall sind diese Fluppen. Okay. Auf geht's. Dann war wahrscheinlich doch hier gemeint. Und hier war wahrscheinlich auch diese Passage, wo wir reingegangen sind, wo es den Orden noch gab. Dann war wahrscheinlich das gemeint. Ey, es gibt's doch nicht. Diese blöde Pflanze. Auch drei Stück. Aber die können wir wenigstens gleich in einem Rush wegmachen hier. So, und dann einmal der Powerpanzer. Den Power-Rempler haben wir jetzt noch gar nicht versucht, ne? Müssen wir auch mal machen. Irgendwie die Gegner verwirren. Oh, wir kriegen gar keine Erfahrungspunkte mehr. Ja, Leute, wird auf jeden Fall diese Runde ein Part, den wir... Ja, wo viel Wiederholung drin ist. Ja, das war auf jeden Fall der hier, glaube ich. Shit. Ja, es müsste der gewesen sein. Aber was ist denn mit dem? Es war der wegen den vielen Pilzen, ne? Der hier. Ja. Was anderes war jetzt hier auch nicht. Und dann... Ja. Kommen wir jetzt theoretisch einfach in den Raum. Shit, ey. Ahahaha. Oh Mann, da höre ich den schon wieder. Rumbouncen. Oh Mann. Shit. I hate it. Aber ich habe leider aktuell nicht so viel Zeit zum Schneiden. Das ist halt das große Dilemma bei mir gerade. Dementsprechend müssen wir uns das heute ergehen lassen, diese Folge. Und ja, stellen uns das einfach mal als kleine Laberfolge vor. Also paralysiere alle Gegner am Boden. Ich gucke mir mal das an. Nicht mal Schaden gemacht. Okay. Shit. Gar keine BP mehr. Fokus. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Ich habe jetzt halt gar nichts mehr, ne? Ich müsste es theoretisch alle... Ja, durch alle Einzelnen durchbashen. Na komm. Machen wir das halt. Ach, was mache ich denn nur? Bin hoffnungsloser Fall, Leute. Hoffnungslos. So, zack. War mal da. Sehr schön. So, dann hier nochmal ein Panzerstoß, das ist ja eigentlich auch egal. So, zack, weg damit. Ah. So, der greift mich. Ah, der greift mich auch noch nicht an. Aber den kann ich ja mal einen Hammerschlag auf den Kopf geben. Ja, sorry Leute dafür. Wird halt, wie gesagt, eine Folge mit Backtracking. Alles jetzt für einen Orden und dafür, dass wir halt ein bisschen gefightet haben. Aber ich habe aktuell null Zeit zum Schneiden. Ich hänge auch komplett mit den Folgen hinterher. Ansonsten würde halt mal eine Folge ausgesetzt werden, wenn ich das jetzt nicht durchziehen würde. Gott, ey, was ist denn nun los hier? Übertreibt. Wo bin ich denn jetzt lang? Es war nur eine mit Blumen, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier lang. Weil es nur einmal Blumen gab. Gar kein Bock mehr. Okay, und hier ist das Schild. Ja. So, jetzt. Ich laufe hier nochmal kurz eine Runde.
Weil ich glaube, ich bin direkt hier hingegangen. Bin hier eine Runde gelaufen und konnte dann in den Wald reinlaufen. Und da war eigentlich direkt der Pilz. Der Orden. Aber irgendwie ist jetzt auch nicht mehr da, der Orden. Nee. Hä? Also ich glaube, wir haben den Orden bekommen, der gemeint war. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es dieser war. Einen anderen habe ich auf jeden Fall aktuell nicht gefunden. So, aber ich würde sagen, jetzt nach 15 Minuten können wir endlich mal das Ganze hier fortsetzen. Haben einen neuen Orden bekommen. Und saven mal und gehen weiter. So, da wir jetzt wieder wahrscheinlich neue Gegner treffen, machen wir mal hier so. Ja, die Sache ist halt, wir haben jetzt diese neuen Schuhe, ne? Wir könnten uns jetzt dementsprechend ausrüsten. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Los, öffne es. Oi. Oh Gott, sind wir jetzt wieder in der Wüste? So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Sieht schon gruselig aus. Aber warum die Wüste schon wieder? Komm, wir gehen mal ein bisschen wieder auf Orden. Und zwar... Powerhauer ist eigentlich nicht schlecht. Anti-V-Hieb. Ich glaube, den Anti-V-Hieb lasse ich auf jeden Fall drinnen. Wir haben BP+. Den haben wir jetzt zweimal. Tu mir nichts. Glück gehabt. Ich weiß nicht. Das mit dem Verfehlen... Mario kann auch auf stachelige Gegner springen. Den würde ich auf jeden Fall mit reintun. Zahltag, je mehr Schaden Mario nimmt, desto mehr... Je mehr Schaden Mario nimmt... Oh komm, den tue ich raus. Und ich glaube, Glück gehabt und tu mir nichts, mache ich jetzt auch mal raus. Und dafür rüsten wir uns dementsprechend hier mal mehr aus. Für nur 2 PP wird ein Gegner zu einem Mini-Monster. Powerdowns, diese 3 PP sind sinnvoll verstiert? Investiert. Wenn du das Action-Kommando beherrschst, dann springst du so oft du kannst auf einen Gegner. Ist schon geil. Also ich werde auf jeden Fall den Multisprung noch mit reinnehmen. Da haben wir noch 5 Punkte jetzt. Powerdowns. Ist es geil? Ist es nicht geil? Ich weiß es nicht. Sind 3 BP... Beherrschen wir das? Eigentlich nicht. Ich nehme es trotzdem mal mit rein. Einfach zum Gucken. Und dann nehmen wir hier noch... Wollen wir Erdbeben? Aber wir haben noch 2 Punkte übrig, ne? Was können wir noch mitnehmen? Da kommt man nichts mehr. Meditation. Doppelangriff. Für 3 BP darfst du im Kampf 2 Items während einer Runde einsetzen. Ausweicher. Fluchtlohn. Protektor. Nee. Ja, ich glaube, ich werde hier Schlag plus. Nee, Powerhauer und Erdbeben noch mit reinnehmen. Oder einfach den Hammerwurf. Aber ich glaube, so bin ich ganz zufrieden. Wohl Erdbeben. Ich kann jetzt halt auf Gegner draufspringen. Und hab den Multisprung mit drin. Powerdowns haben wir jetzt auch. Ah, schwierig. Ich habe ja 3 Punkte. Warum habe ich jetzt 3 Punkte übrig? Den V-Hieb habe ich drin. Ja, nehme ich doch vielleicht noch BP Plus mit oder KP Plus oder Ausweicher. Komm, wir nehmen Ausweicher. Wir gehen mal voll auf. Wir hoffen, wir können es. Wir probieren mal unser Glück. Okay, das ist doch ein neuer Cooper, oder? Bam. Erster Angriff erfolgreich. Okay, den habe ich jetzt gleich zu einem normalen Koopa gemacht. Goomba, sorry. Aber das ist trotzdem ein neuer Goomba. Dementsprechend müssen wir den mal scannen. Das ist ein Hyper-Goomba. Alter, was? Diese sind sehr verrückt und unzivilisiert. Goombas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. 7 KP, Angriffskraft 1. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einem aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Es empfiehlt sich, Bu oder
ein Item einzusetzen, um unsichtbar zu werden. Dann geht ihre Attacke sicher vorbei. Okay. Aber der hat jetzt schon ordentlich auf den Sack bekommen. Mit einem Powersprung könnte ich den bestimmt schon wegdautzen. So, 6 Schaden. Das war der. Bam, bam, bam. So, aber eigentlich war der fliegend. Oh, was jetzt? Ah, mehr Münzen, okay. Wow, Wahnsinn. So, Alter, eine fette Windmühle. Wie cool. Okay, dann komm mal her. Shit. Gegnerischer Astangriff. No. Kein Block. Okay, aber nicht schlimm, denn wir können dafür jetzt scannen. So, das ist ein Hypra-Gumba. Hypra-Gumbas sind Hypra-Gumbas mit Flügeln. Manchmal laden sie sich auf. Mit einem aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Aber wenn du unsichtbar bist, dann halt nicht, ne? So. Ja, dafür ist der Geist dann wahrscheinlich wirklich geil. Aber wir machen jetzt den Multi-Jump. Bam, Alter. So, holen die erstmal beide von ihrem Thron runter. Shit. Machen nur einen Schaden. Warum nur einen Schaden? Verstehe ich gerade nicht. Powersprung einfach. Und dann noch ein Multisprung hinterher. Ach komm, egal. Zack. Zack. Okay, der lädt sich jetzt auf, aber der darf dafür nicht angreifen, oder? Also. Dementsprechend egal. Nur bei Massen von Gegnern ist es, glaube ich, dann besser, sich unsichtbar zu machen, wenn man die auch nicht angreifen kann. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit der Folge. Sorry, dass hier viel Backtracking drin war und dass hier halt auch viel, Rumgeirre im Wald drin war. Im nächsten Part geht's aber weiter mit neuen Stuff. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario.